Hi Leute und herzlich willkommen bei der neuen Folge Kirby! Endlich! Ich weiß, ich wiederhole mich. Sorry, dass wir so ewig lang keine Folge gebracht haben. Ja. So, als erstes machen wir heute mal hier dieses kleine Upgrade, denn ich habe ja Sterne gesammelt in der letzten Folge, wie ihr gesehen habt. Dann würde ich heute das Geheimlevel machen und noch das Ultimativ-Z-Turnier, um das letzte Ende freizuschalten. Ende Nummer 3. Das wäre mein Plan für heute. Sehr nice. Im besten Fall wäre natürlich, wenn wir jetzt auch noch das hier upgraden könnten. Dafür werden wir aber nicht genug Sterne haben. Ja. Moment mal, Kirby. Haben wir etwa jede Spezialpower entwickelt? Fantastisch! Dass dir dabei ein einfacher Tüftler wie ich geholfen hat. Ich fühle mich geehrt. Hier, nimm diese besondere Sammelfigur. Ein kleines putziges Zeichen meiner Anerkennung. Nice. Eine blaue? Wait, what? Cool. Waddly Waffelhändler, ja? Waffenhändler. Dieser muntere Handwerker eröffnete in der Stadt einen Waffenladen, indem er Spezialpower noch mächtiger macht. Dazu braucht er nur eine Blaupause, seinen Hammer und ein wenig Muskelkraft. Mit jeder Entwicklungsstufe wird auch der Kopfschmuck einer Spezialpower größer. Schon bemerkt? Ja, ganz obvious. So, wir gucken jetzt mal, wie viel das Aufwerten kosten würde. 5 Sterne, ja, das gönnen wir uns natürlich sofort, oder? Da tun wir nicht lange rum. Ja, also wie schon gesagt in der letzten Folge, ich versuche jetzt wieder regelmäßig Videos zu bringen. Ja, ich habe ja angefangen... Oh, mit Sternen, jetzt schon? Ich habe ja angefangen, Vollzeit zu arbeiten und... Ja, okay! Die muss man gar nicht öfter aufwerten. Richtig, richtig nice. Die ist jetzt schon auf Max. Cool. Okay, dann ist für mich nur die Frage... Tempo 2,5 und Tempo voll. Ja, okay, wir werden dabei bleiben. So. Oh, er wollte noch mal kurz mit uns reden. Nee, gönn uns doch. Was willst du uns sagen? Ja, und ich muss jetzt irgendwie halt in den Flow reinkommen mit Vollzeit arbeiten und nebenbei halt noch Let's Plays machen. Lädst du das Morphoschwert durch gedrückt halten von B auf, wird es um ein Vielfaches größer. In seiner maximalen Größe verfügt es über höhere Reichweite und Angriffskraft. Eine mächtige Waffe. Okay, wir gucken mal, was können wir eigentlich? So, Dinge schießen und... Oh, und das bleibt dann groß. Ja, nice. Okay. So, aber wir haben ja noch das Geheimlevel, das uns wartet. Oh, und die Band will auch Geld von uns. Ach, nö, Leute. Nicht schon wieder. Okay. Ja. Und neben meiner Vollzeit muss ich halt jetzt irgendwie gucken, das unter einen Hut zu bringen. Heute habe ich frei. Heute ist Freitag. Sehr nice. Und da dachte ich mir einfach, ja, ich spiele jetzt endlich Kirby zu Ende. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, war nicht motiviert. So. Aber ich freue mich schon auf das Geheimlevel. Auf das warte ich ja schon die ganze Zeit. Ja moin, Alter, geupgradet. Du hast Sternemünzen in den Gitarrenkoffer geworfen. Die Band kann nun auf einer fantastischen Bühne noch mehr neue Lieder zum Besten geben. Jupp. Ach du meine Güte, Kirby, sieh nur, die Diddledees haben uns als Dank für unsere Unterstützung eine besondere Figur geschenkt. Alter, heute sammeln wir Figuren, das war gar nicht mein Plan. Aber passt auch, kann ich gut damit leben. Die Diddledees, Bühne frei für die Diddledees. Das muntere Quartett liebt es, vor Zuschauern zu spielen und quittiert jeden Musikwunsch mit Wa-Wa. Was sowohl bedeutet wie los geht's. Obwohl jedes Bandmitglied seinen eigenen Musikgeschmack besitzt, harmonieren die Diddleys auf der Bühne überraschend gut. Okay. Na gut, jetzt endlich. Was will das denn von uns? Aber das wäre eigentlich nur, dass wir einen Song auswählen, oder? Wir machen mal automatisch. Okay, das gefällt mir gar nicht. Das will ich nicht. Ich will, wie viel gibt's denn? Können wir mal kurz gucken. Okay. Okay, 1, 2, 5 und 6. Okay. Es gibt 89 Songs. Okay. Gut, wir gehen. Jetzt endlich. Es gibt was Neues auf der Weltkarte.
Oh nee, ich komme jetzt schon nicht zurecht. Ich wollte eigentlich nur die zwei Level schnell spielen. Eieiei, Leute. So wird das ja nie was. Da hinten haben wir noch ein Geheimlevel. Okay, dann gehen wir vorher ins Geheimlevel. Oder? Ja. Weil wir müssen für das versteckte Level, oder für den versteckten Abschnitt eines anderen Levels, müssen wir nochmal in die Winterwunderland. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Diese Brücke. So, was machen wir hier? Okay. Die halten alle ganz schön viel aus. Okay. Oh, nice. Okay. Was geht hier ab? Wir könnten jetzt mal wieder aufladen. Ja, okay. Okay, wir kommen hier. Kommen wir hier hoch? Ja, wir müssen hier hoch. Eieiei, scheiße. Das hätte mir aber jemand vorher auch erzählen können. Dass wir hier hoch müssen. Scheiße, jetzt haben wir urviel Zeit schon verbraucht. Okay, ich gehe gleich hier hoch. Egal, wer hier chillt. So, es ist jetzt vorbei. Gott, wir haben urviel Zeit, glaube ich, schon verschwendet. Wir dürfen nicht so viel Zeit verschwenden, Leute. Bisschen schneller. Ah, da drüben sieht man sogar. Okay, eine Lava-Welt. Hä? Was ist los? Ich will gedrückt halten. Ich will B gedrückt halten. Komm schon. Okay. Was passiert hier? Ja, okay. Nicht den Stein vergessen. Oh Gott, ey. Das hat uns auch Zeit gekostet. Oh Gott. Was wird das denn, ey? Wir verlieren alles. So. Ja, Eis. Das macht wenigstens nicht so viel Schaden. Aber da könnten wir runterrutschen, oder? Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Aua. Oh, wir sind schon luftgroß, aber es bringt doch einfach gar nichts. Kann das sein? Also es ist echt ein bisschen weird ist es schon. Muss ich schon sagen. Und warum haben wir eigentlich, das habe ich mich vorher gerade schon gefragt, so ein Speed-Upgrade, oder? Links oben? I don't know. So. Hi. Uiuiui. Okay. Matsch ist schlecht für uns. Wir knallen hier einfach mal ein bisschen drauf. Ich glaube, so machen wir am meisten Schaden. Jo, ich glaube, das passt so. Sehr nice. Komm. Splitterchen. Wir müssen uns beeilen. Diese Schmetterlinge sehen urweird aus auf der ersten Plattform. Also auf der mittleren Plattform. So, wir bleiben gedrückt. Mal gucken. Wir können hier runterfallen. Das gefällt mir schon mal absolut gar nicht, sag ich euch. Mhm, finde ich gut, finde ich auch gut. So, nice. Ein bisschen in die Mitte, komm schon. Und lass uns laufen. Hä? Ja, ich hätte von selber gecheckt, dass wir wieder zurück müssen. Komm schon, let's go. Eieiei. So, Geld, Geld, Geld und Stern.
Okay, neue Bestzeit. Sehr nice. Ich bin happy. Wir haben mal das letzte zumindest geschafft. So, ich bin nur gerade ein bisschen im Überlegen. Oh, mein Wecker läutet. Nein, das will ich nicht. Ach so, nee, es passt eigentlich noch alles. Das heißt, wir gehen zurück. Wo gehen wir eigentlich zurück, Leute? Hier nicht. Da ist die Wüste. Wann kommt denn das Wintergebiet? We have to go back. Ah, hier kommt man zurück. Suchen? Was? Da stand gerade suchen. Oh, nice. Ich weiß gar nicht, ob wir alle diese Gebiete gefunden haben. Aber ich glaube nicht, weil sonst hätten wir jetzt gerade auch irgendein Achievement bekommen, glaube ich. Können wir ja auch nochmal suchen, aber wir müssen hier irgendwo hin. Ne, warte, die Brücke war ja da. Das sieht auch sauverdächtig aus. Sorry, aber hallo? Okay, ist nicht verdächtig. Die Brücke war da vorne. Jetzt bin ich an der Brücke vorbei, Leute. So geht das nicht. Hier müssen wir hin. Siege doppelwilder Eisbär ohne getroffen zu werden. Okay, ja. Aber wir wollen was ganz anderes, denn hier gibt es noch eine geheime Area, eine geheime Geheimwelt in diesem Level. Und dafür müssen wir hier links abbiegen. Das kennen wahrscheinlich echt viele, denn hier wartet eine Tomato. Aber wir wollen gar nicht die Tomato. Wir wollen hier noch weiter hoch. Sehr nice. Ja, haben wir noch Sterne? Auch hervorragend. Komm schon, Körbsi-Mörbsi. Und hier haben wir noch eine Kiste. Und wenn ihr denkt, das war das Geheimnis, nein, immer noch nicht. Denn wir springen einfach durch dieses Fenster. Oh, hier sieht es echt gemütlich aus. Sehr, sehr chillig mit dem Kamin. Hier war gerade noch jemand und muss sich ein bisschen gechillt haben. Muss ich gechillt haben? Ja, ich glaube, das ist so korrekt. So, und jetzt fliegen wir quasi den ganzen Weg über die Brücke. Nur wir fliegen über die Brücke. Und ja, und besiegen Gegner über der Brücke und spielen so das Level durch. Geht auch, ist ein bisschen schwieriger, dadurch, dass es eben... Oh Gott. Oh Gott. How could this happen? Ja. Lohnt sich, man kriegt, glaube ich, am Ende noch ein bisschen mehr Kohle raus, als wenn man es einmal normal spielen würde. Und es geht jetzt einfach immer so weiter von Brückendings zu Brückendings. Genau, hier gibt es auch diese ganzen, richtig gut. Die ganzen, wie sagt man da, diese Nebenquests halt, Nebenaufgaben, die kann man auch alle nochmal machen und sie sind alle halt ein bisschen schwieriger jetzt. Oh, nein! Alter, das war ja assi, das war richtig assi, jetzt bin ich traurig. Ja, richtig gut. Oh Gott, verwirrt mich. So. Richtig gut, so. Okay, weiter geht's. Oh Gott, dieses Level. Es wird ewig dauern. Wir spielen jetzt schon 15 Minuten. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Nicht viel anscheinend. Weiter geht's ins nächste Level. Hallo? So, hoppala. So, hier können wir einmal, das habe ich schon gesehen, noch einen Gacha-Ball abstauben. Wer wird unser nächster Feind sein? Wir werden es sehen. So, die gute haben wir. Aber das war natürlich jetzt selten dämlich. Durch meinen eigenen Strudel verfolgen lassen. Das wäre urdämlich gewesen. Selten dämlich wäre das gewesen. Sollte nicht mal so nah herangehen, glaube ich, an die meisten Gegner. Ach komm, stirb.
So, uiuiui, noch ein paar Coins für uns. Wir brauchen eh noch Coins, weil wir müssen ja noch haufenweise Gacha-Balls kaufen. Dafür... Oh, den hätten wir nicht töten sollen, gell? Wir müssen es, glaube ich, ausspucken. Und uns diesen Loot hier gönnen. Jo. Wobei... Ja, wird schon. Okay, ja. Au. Wie habe ich das geschafft nochmal? Ich erinnere mich gerade, ich hatte damals schon auch Probleme damit. Ich weiß es noch. Hui. Aber gut. Achso. Hier hat man nicht mehr so krass den Stressfaktor. So. Können wir noch ein paar Dosen ausspucken für ein bisschen Leben? Jo. Ich glaube, das war's, ne? Hier muss man hier einfach so zurückgehen. Ah ne, hier geht's noch nach oben, ne? Ja, ja, ich habe nichts vergessen hier. Das war's? Hm. Seltsam. Ich fühle mich nicht so, als hätten wir... Ich fühle mich ein bisschen... Nein! Aber jetzt haben wir unser Schwert nicht mehr. Oh. Egal. Oh. Ich mag doch den Strudel gar nicht. Der Strudel und ich sind keine Freunde. Ja, ich und der Strudel... Nee, ich mag die Attacke nicht so gerne. Aber sie ist sehr wirkungsvoll, wenn wir uns ehrlich sind. Sehr, sehr wirkungsvoll. Oh, wir haben die Attacke verloren. Änderung und los geht's. Oh, 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 oh. Ah, aber ich werde die behalten, weil die andere mag ich noch weniger. Den Hammer, ich weiß nicht, den kann ich auch nicht leiden, wenn wir ehrlich sind. So, wir brauchen jetzt diesen Hammer-Dude. Ich hasse den Hammer-Dude. So, das war doch auch auf Stress, oder? Wenn ich mich recht erinnere, ja. Das war doch auch der ultimative Stressfaktor. So. Oh Gott, Alter. Nein, wir können da nicht mehr fahren. Okay. Ja, haben wir nicht geschafft. Ja, passt so auch. nein! Ach Gott. Heute mache ich ja nur Bullshit schon wieder. So, machen wir das Ganze nochmal. Wir kriegen das schon hin. Yes, Leute! Wir haben es geschafft, endlich. Boah, war ja schrecklich, ey. Hat ja nur 1000 Versuche gebraucht. Gott, ich glaube, ich habe 10 Minuten für dieses Level gebraucht. Na gut, hoffentlich haben wir hier alles. Ich hoffe, hier ist nichts mehr versteckt, was wir vergessen hätten könnten. Whatever. Na gut, dann weiter geht's. So, hier könnten wir uns jetzt ganz kurz eine Runde heilen. Gucken wir mal. Schneller.
Und noch einmal. Und jetzt müssen wir ganz schnell aufstehen, 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 aufstehen. Nein! Ach man. Leute, manchmal. Okay. Irgendwie ist gerade bei mir im Hintergrund ein richtig seltsames Geräusch, aber gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, von wo das kommt, wenn ich ehrlich bin. So. Nein, so viel Schaden ist. Gut. Ui. Aber ich glaube, wir bleiben bei Feuer. Ich mag Feuer sehr, sehr gerne. Und wir sollten, ja, ich würde gerade sagen, wir müssen beide am besten anzünden, damit beide den Damage ihres Lebens kriegen. Ne, damit sie einfach weiter Feuer-Damage kriegen, während wir sie gar nicht anzünden. Oh, der eine ist aber schon tot, fällt mir gerade auf. Vernichten wir ihn. Sehr nice. So. Ich glaube, wir müssen jetzt Eis nehmen. Und gönnen uns hier nochmal die Scroll. Aha. Das ist die gleiche, die wir halt eh schon bekommen hatten. Eismann, hi. Leben ist geil. Was bist du? Hi. Ha, ja, alles klar. Okay. Hey, wir müssen schneller sein. Gott. Nice. Ja, gut. Aus Spuckchen. Ah, wartet, wartet, wartet. Ja. So. Das war's. Okay. Dann gehen wir wieder. Ja, gut. Da drüben. Ich sehe schon. Ich sehe schon die Kohle. Schütteln. Check it, check it, check it. Aussprung. Was macht der Knopf? Oh ja, noch mehr Loot, 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 Loot. Okay. So. Okay. Das war's. Ich will noch nicht, dass es zu Ende ist. Okay. Na gut. So. Hier ist auch nichts mehr versteckt. Gucken kurz hier auf der Seite. Nee. Dann ab zum Finale. Ja, nämlich mehr erreicht, aber ihr habt den geheimen Abschnitt dieses Levels gesehen. Ja, haben wir schon 5-mal, krass. Haben wir schon 4-mal. Scarfy, wir haben was Neues. Wenigstens eine neue Figur. So, ich bin jetzt gerade etwas unschlüssig. Ich wollte jetzt mal kurz gucken, bei den Sammelfiguren, was... Achso. Bei den Sammelfiguren, ob wir denn noch irgendwas haben, weil die Einser haben wir halt komplett. Und hier war dieser Scarfy, den wir gerade neu bekommen haben. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob wir noch irgendwelche Figuren haben, die wir nur durch besondere Activities bekommen. Hier. Ultimativ Z-Turnier. Alle Filme im Waddle-Dee-Kino. Hier ist auch noch einer. Die Figur hältst du, indem du alle Schatzstraßen, was alle Straßen der Schätze abschließt. Ja, weil das haben wir, glaube ich, noch nicht. Und auch Ultimativ Z-Turnier. Alle Schatzstraßen, wir haben noch nicht alle Schatzstraßen gefunden. Ich werde mal kurz gucken, ob ich irgendwie schnell das überprüfen kann. Wahrscheinlich nicht. Es gibt so eine Levelübersicht eigentlich. Warte mal. Aber die bringt mir, glaube ich, auch nichts. Nee, nicht so wirklich. Schade. Aber wir haben alle Level abgeschlossen zumindest. Wir haben 59. Achso, uns fehlt immer ein Waddle-Dee meistens. Ja. Der letzte. Der letzte ist meistens ohne Schaden zu kriegen, jemand. Den habe ich aber keinen Bock drauf. Na gut. Okay, ich versuche mal rauszufinden, welche Schatzstraßen und so wo noch fehlen. Und wir sehen uns dann, wenn ich sie gefunden habe. Ich nehme an, uns fehlt wahrscheinlich eine oder zwei.
Oh mein Gott, Leute. Wir haben noch endlich eine Schatzstraße gefunden. Schlag zu, Meta Knight Schwertprüfung. Stimmt, hatten wir noch nicht. Okay. Ich glaube, das ist unsere letzte Schatzstraße. Komm schon, das Drehen funktioniert manchmal nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. So, komm schon, Hundchen. Uiuiui. Sehr nice. Häschen, oh Gott, Häschen sind ja furchtbar. Häschen weichen zu gut aus. Oh Gott, ich mag die Häschen nicht. Häschen, Power! Große Häschen, Riesenhäschen! Oh Gott, zu viele Knights, ey. Gott, ich habe gerade auf den anderen Ritter geguckt und nicht auf uns. Eieieiei. So, was passiert jetzt? Hallo? Komm schon. Okay. Yes. Okay. Und Sternenpower. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Zeit wir haben dürfen. Oh, ja, doch, wir haben es geschafft. Sehr nice. Sorry, im Hintergrund ist schon wieder einiges los draußen. Eieiei. Sehr, sehr cool, wir haben das geschafft. Komm. Ja, du hast unter Einsatz deiner Spezialpower sämtliche Straßen der Schätze abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du eine besondere Sammelfigur. Ja, nice, hat sich schon gelohnt. Oh, das ist cute. Meister der seltenen Steine. Wie und warum überall in der Welt Portale zu den sogenannten Straßen der Schätze auftauchen, bleibt ein Rätsel. Die starke Energie, die aus den Portalen strömt, entstammt jedenfalls seltenen Steinen. Eine wirklich reife Leistung. Sie alle zu sammeln. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Oh, richtig cool. Dann ab in die Waldi-Stadt. Ich glaube, das war für heute genug Aufregung. Ich werde mal gucken, wie lang die Folge jetzt ist und werde die einfach mal schneiden. Und dann sehen wir ja eh, was am Ende dabei rauskommt. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich noch das finale Ultimativ-Z-Turnier spielen. Und wenn es lange dauert, werde ich das als einzelne Folge hochladen. Wenn es nicht lange dauert, dann werden wir das natürlich hier noch dranhängen. Also, ich sage erstmal prophylaktisch, bis zur nächsten Folge, bis dahin, ciao!